Für all das, was wir jetzt
einem Vorbild, ein christliches Leben führen und in allen Nöten deine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Keine Geldbeutel mit, keine Vorratstaschen und
Christus, du hast mit deinen Jüngern das heilige Mahl gehalten. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Christus, du stärkst auch uns mit dem Brot des Lebens. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Zuerst das Reich Gottes suchen. Wir bitten dich, Herr uns. Christus, du bist selbst das wahre Brot des Lebens. Wir bitten dich, Herr uns. Christus, lass die Früchte der Erde gedeihen und reifen. Wir bitten dich, Herr uns. Christus, segne die Arbeit unserer Hände und das Werk unseres Geistes. Wir bitten dich, Herr uns. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Im Anfang war es bei Gott, und alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht hat jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn. Er kam in sein Eigentum voll Gnade und Wahrheit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alle Mitglieder dieser Gemeinde, Gesunden und Kranken, Lebenden und Verstorbenen, deine Herrlichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, dass er unter uns Wohnung nimmt. Wir bitten dich, segne diese Gemeinde. Vater, unser im Himmel, gehörst du auch, Herr. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld.
Amen.